Mein Ob! Mein Ob! Wir sind wieder zurück mit einem neuen Augs-Battle. Heute machen wir ein Augs-Battle gegen Roha tatsächlich. Okay, lass uns kurz mal das hier angucken, nicht komplett, aber kurz die Regeln hier. Ich übertrage mal, dann kannst du es auch hören. Was geht? Ja, warte. Ja, ist fucking Daniel Slump, aber ist scheißegal. Einfach nur, dass wir kurz. Ich habe den Barbie-Film gesehen. Du kannst. Aber was geht, Freunde? Nee, noch nicht gesehen, aber werde ich noch machen. Und dann wurde auch ein Augs-Battle gemacht. Zick, der Ladenpopperplatte! Der Daniel Slump-Atze. Dann kommt direkt Dranken mit einem Daniel Slump-Rider-Emote. Hast du den zweiten Clip gesehen? Warte. Ich hab gerade sogar von deinem Insta gesucht. Also, ich habe gerade von deinem Insta, also was du mir geschickt hast. Ich hab's gesehen. Ich sehe alles, Chat. Also, obwohl, ja, gut, das habe ich heute nicht gesehen. Ich war heute nicht am Handy so viel. Aber das, ich sehe vieles, viele DMs. Zur Stelle packst, weißt du? Ah, okay. So, und dann musst du von jedem einen Song machen, oder wie? Keine Ahnung, Future. Ja, dann willst du den aber auf 5 packen, weil der krass ist. So, checkst du. Mhm. Ich bin erstmal für dich, Tamam. Okay. Erstmal ist für Robert, komm. Ja, und dann, wie funktionieren die Punkte? Nee, Herbo, oder? Oh, Daniel, Junge, wieder am Stallen hier, der Mann. Digga, was gucke ich hier gerade? Ein Stegi-Stream, Bro, um 2 Uhr nachts? Was heißt ein Stallen, Chat? Holy shit, Bro. Nee. Was, ey? Wenn du high bist, herauszögern, stallen. Was ist ein Stallen? Welche Stelle packst, weißt du? Ah, okay. Und da musst du von jedem einen Song machen, oder wie? Stallen, Digga. Kennt man aber? Stall? Nee, noch nie gehört. Aber Chat, theoretisch. Ja, ne, theoretisch habe ich ein Augs-Battle gegen Papa Platte gut, ne? Theoretisch ist ein Augs-Battle gegen Papa Platte jetzt drinne. Boah. An Future, ja, dann Boah. Augs-Battle gegen Papa Platte? Boah. Was hört er überhaupt? Schlager? Das ist das krasse Chat. Er hört voll die krasse Musik? Nein. Ich dachte, er hört voll die Kackmusik. Er hört übel die krasse Musik. Ich sehe so sein Line-Up. Lil Yachty hört er, der hört Travis, Tyler, the Creator und so ein Shit. Er hört alles, er hat gut Musikgeschmack ohne Sinn. Hab ich mies nicht gedacht. Ich dachte, er hört Chiago, Longus Mongus und so ein Shit. Er hört Top 5, ja, trotzdem Ami-Rap, Bruder, solange Ami-Rap hört, ist krass. Er fand Utopia, aber, ja, ich weiß, das hab ich gesehen, Bruder, das hab ich gesehen. Und das ist dann halt wieder tot. Papa Platte, Utopia, das war... Utopia ist geisteskrank, easy album of the year. Boah, ich glaube, ich fand's ass. Ich fand's ass, Bro. Nicht ass. Ass ist ein bisschen zu hart. Aber I don't know, Bro. Irgendwie, ich hab mehr erwartet davon. Also, ich sag ehrlich, ich glaube, ich bis auf die letzten 3 Songs alle gehört. Ich hab keinen zur Playlist gehört. Was? Chat, er hat Fiend gehört und dachte sich, das kommt nicht in die Playlist? Er hat Hyena gehört und dachte sich, ey, Lied's okay. Aber hör ich mich nochmal an? Hat er später noch? Boah. Besser für seine Gesundheit. Bro, was? Alter. Das ist schon crazy, Chat. Es ist halt keine Mau, aber so musikalisch einfach Kunstwerk. Bruder, Pommes, es ist musikalisch und production-wise ein Meisterwerk. Wirklich. Schau mal seine Playlist an. Zeig mal Papa Platte seine Playlist, Chat, ob es sich lohnt, da reinzuschauen. Irgendwer muss... Stark, Seo, uff, ihr seid doch Habibis, seid ihr. Das ist Papa... Okay, warte, Chat. Das ist jetzt Papa Plattes Playlist, okay? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist auch, glaube ich... Ist die lang? Ja, die ist schon gut lang. Ich bewerte Papa Plattes Playlist. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber... Ich glaube, es ist nicht so kacke, wie ich denke. Okay, sowas wie Switch Lanes ist halt legendär. Also, guck mal, seit 2016. Boah, sorry, Switch Lanes, Chat. Ich habe auch so viele Songs. Aber seit 2016 ist hart. Es ist schon krass eigentlich, okay. Ja, so Chris Brown und so, Drake, All I Do Is Win. Man merkt 2016. Aber für 2016 eine Banger-Playlist, weil ihr wisst, 2016 so, das waren diese Hits und so. Das sind so diese Hits, mit denen bist du reingekommen in Musik. Aber wir gehen weiter runter, wir gucken mal weiter. Kannst auf seinen Namen gehen, vielleicht hat er eine aktuelle. Ich glaube, das ist seine aktuellste, oder? Nee, das ist seine aktuellste, ja. Das heißt Test. Ich sehe mal die als aktuellste tatsächlich. Das ist auch die mit den meisten Likes und so. Ja, das sind alles so Lieder, wo ich so denk, was ist das denn? Banger, ernst? Ernst, Banger. Er hört einfach Queen, Falco. Falco, Prodigy. Geisteskrank. All me. Dann kommt aber wieder so ein Drake. Dann kommt auf einmal Shindy mit Statements. Das ist ja geisteskrank, wirklich. Der hört ja alles, Chat, ne? Der hört ja wirklich, wirklich alles. Blue Notes? Boah! Bro hört Blue Notes? Boah. Nein, ich filter extra nicht nach Neueste, damit ich sowas sehe, Chat. Wahnsinn. Ja, eigentlich so... Ja, ich will halt immer so ein bisschen gucken, wie sich so entwickelt hat bei ihm, was er zu welcher Zeit gehört hat. Aber eigentlich echt eine valid Playlist tatsächlich so.
Er hat halt so die Banger immer, so Sisi, Exo Tour Life, No Bites, das sind so die Länge. Replay. Dodi von Shindy, der ist auch so ein bisschen aktiv gewesen, so auf den. Er hat eigentlich, also eigentlich hat er voll den Valid, also es ist bis jetzt Valid, ne? Ist halt so ein Hörer, so ein Average-Hörer, so war ich früher auch, man hat nur so die Banger gehört und so. Aber wir gehen jetzt in die Materie-Chat, wir gehen hier ein bisschen runter. 2023. Wir gucken so, wie sich so seine Playlist die letzten 2 Jahre so verhalten hat. Die letzten 2 Jahre. Oh, Soho Bani ist halt Arsch. Das ist halt tot. Das ist halt tot. Brüderlich. Macht man nicht, hört man nicht. Das ist tot. Es hat paar Banger. Das ist, Bruder, das ist nicht mal tot. Das ist schon wirklich verstorben. Auf brüderlich aber. Praise God, das heißt, er hat auch Donda auf dem Schirm gehabt. Musste man aber auch auf dem Schirm haben. Ja, sonst, was hat denn er so? Already Dead, ein bisschen so das, ja. Da ist schon, das ist schon beerdigt. The Way Life Goes in 2021 erst hinzufügen, ist auch fatal. Ja, das ist ein TJ Beast Boy, was ist das? Roski. Oh nee, ist das Tuddle? Ich am Anfang aus, dass der Lautstärke kam, schreie. Was bringt Tuddle für eine Musik raus? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit Tuddle passiert? Digga, der Typ hat früher mit so einer Quietschestimme Minecraft-Videos gebracht. Hallo, ich bin's Tuddle. Wir sind Minecraft Hero. Digga, ja? Yeah. Was? Oha, tschüss. Alter. Von Tuddle hat Playboi Carti sein Influence. Mit dem Schreien. Macht man das. Ey, Chat, bitte jetzt mal ganz kurz, ne? Stellt euch den mal im Studio vor, wie er das eingerappt hat, ne? Digga, der Typ hat mich damals, als ich ein kleiner Pisser war, mit Na, ihr Nudeln begrüßt. Und Minecraft-Videos hoch, Bruder. Es geht nicht mal in den Kopf rein gerade. Na, ihr Nudeln. Na, ihr Nudeln. Na, ihr Nudeln. Digga, ich hab ihn damals tot gefeiert. Ernst? Wir gucken weiter. Aber Digga, Tuddle? Ich wusste nicht, dass das TJ Beast Boy ist. Tuddle ist schon Legende safe. Der hat jetzt ein Kind? Crazy. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben halt so, Lil Baby? Papa Platte hört Lil Baby? Hey, I wonder did she mean it when she said she wish she didn't keep the baby. Was? Das ist schon crazy, ne? Warum hat Papa Platte Loki so einen valid Musikgeschmack? Jetzt mal Real Talk. Warum ist er so, der ist schon Loki valid, ne? Aber stell euch jetzt vor, so Papa Platte in seinem Auto, wie er so Lil Baby hört, Digga, hä? Digga, es geht nicht. Digga, wenn ich in Papa Plattes Auto einsteige, dann denke ich eigentlich so an Chiago und Longus Mongus. Er feiert auch UFO Reezy und so. Hä? Das hab ich gar nicht gedacht. Youngboy? Was? Was? Flossen war sogar ein richtiger Banger. Digga, er hat Youngboy? Ah, was hat denn er hier noch? Ja, sonst hat er noch so... Er hat einen sehr bunten Musikgeschmack, ja. Wenn er sagt, ich höre alles, hört er alles. Er hört sogar Central C so ein bisschen, ja. Da dann. Ja, Negativ OG und so, das sind so Sachen, mit denen kann ich nichts anfangen. Jack Harlow, Shindy hier wieder am Start. Baby Keem, also er ist wirklich in der Materie ein bisschen drin, ne? Ein bisschen ist er ja in der Materie drin, ne? Ich will jetzt nicht sagen, Baby Keem ist underrated oder so, aber so, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ihn hört, ne? So auf den Private Island, der hat also auch Gunner, der hat ins Album, also der hört auch die Alben und so, merke ich, ne? Also so wirklich. Der hört ja auch richtig die Alben so. Ja, Beautiful Wait For You. Ja, so. Marvin's Room, Bro hat the Heartbreak. Outside Today. Auch ein Banger, hä? Der hört einfach NBA Youngboy. Digga, er hört ja... Wenn ich irgendwas übersehe, schreib's rein, ne? Polo G auch, ja. Habe ich eigentlich sogar am meisten erwartet. Us vs. Der Quavo. Der hört auch Luciano auf jeden Fall. Er hört, also TJ hat er auch drinne. Beat the Odds, warte mal kurz. Ist Papa Platte Loki ein geiler Typ? Muss ich das gerade zugeben? Ey, Chat, wrap it up. Es ist, Papa Platte ist ein guter Mann, ernst, ohne Dickriding, oha. Beat the Odds ist wahnsinnig. Pasha Nim, safe, geht auch rein. Kanye, YG, also der hat ja alles, ne? Was ist das denn? Drake, normaler, ja, das ist normal, das Ding. Das Album hat er auch gut gefeiert, oha. Hä? Wo ist Cardi, Chat? Wenn jetzt noch irgendwo Cardi kommt, ne, dann wäre ich richtig glücklich. Love Sosa. Over von Drake, Digga. Forever Friday von Forever mit von Lil Baby, Trophies, Jose.
Boy's a Liar, ja. Wer Ice Spice nicht hört, Bruder, das wäre auch nicht valid. Ich küsse dein Herz. Doktor von Reezy. Also er ist auch in Reezy drin, Tyler, the Creator. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Das ist schon, hätte ich nicht gedacht, Digga. Er hört Simba aber. Ja gut, Simba war damals sogar gut. Diese ersten Lieder und so, aber jetzt höre ich den gar nicht mehr. Pascha, er hört hier auch wirklich wieder Reezy und so. Er hört sogar, Chat, er hört sogar Casey? Das ist ja schon, also, Chiago? Nee, oder? Nee, oder? Wo? Wo ist Chiago? Nee, wo denn? Ach. Modus seit Samstag, bin grad Insel. Ja, doch nicht so ein guter Musikgeschmack. My Dog. Oh, ah, Digga. Fuck You Mean, okay, das aber. Er hat, also, okay, Chat. Jetzt mal, no, also, guck mal, jetzt mal so. Chiagos Bre mit ihm, ja, das habe ich sogar auf TikTok gesehen. Aber ganz kurz, Chat. Also, Papa Platte? June 22nd von Lil TJ? Geisteskrank. Flooded the Face von Uzi, Cody, Crazy? Ja, Chiago ignorieren wir. Hier sind aber auch so viele Sachen drin, wo ich mir denke, tot. Tot. Strike von Lil Yachty, super. Fiend und Topia Twins und Telekinesis, guck. Das kommt alles langsam immer mehr in die Playlist, Chat, trust. Das kommt alles immer mehr in die Playlist von ihm, trust. Einfach Wishing Well vor einer Stunde. Hä? Wishing Well vor einer Stunde? Das sind auf jeden Fall drei sehr super Lieder aus meinem Album. Wishing Well vor einer Ding. Kann man irgendwie nach Liedern suchen, Chat? Weil ich habe kein Cardi gefunden, leider. Hier suchen. Nee. Was? Papa Platte hört keinen. Er hat einen Er hat nur Baguettes in the Face. Schade. Da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen trainiert werden. Leider, er hat auch kein Destro Lonely, ne? Nee, hat er kein Ken? Nee, also das ist halt ein bisschen scheiße jetzt an ihn. Papa Platte ist offiziell nicht Opium. Was hat denn der so alles von Lil TJ drin? Lil TJ, das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder! Digga, er hat... Was schon? Hat der Homicide Gang? Nee, ich glaube auch nicht, ne? Nee. Er hat gar nichts von Opium drin. Aber nichts vom neuen Album. Ja, das ist schade. Ah, TJ ist TJ, Bruder. Yeet, guter Call. Yeet. Nein. Wie viel hat denn der von Youngboy drin? Ja, okay, okay. Hauptsache Youngboy. Do the Bone, super. Kanye? Kanye hat da bestimmt viel drin. Kanye hat da viel, ja, so ein paar. Ja, super. Don Toliver, bitte sag, er feiert Don. Ja, super, auch gut. Er hat auch viel, also ich hätte auf jeden Fall, Uzi, stimmt. Ja, Uzi, er hatte sogar so diese, ja, alles ist nicht, aber, ja, Uzi geht auf jeden Fall mehr, Bruder. Kein Eternal Attack. Guck, Lucky, nee. Boah, ich dachte gerade. Ja, Juice WRLD hat er bestimmt viel. Ja, ja. Travis auch bestimmt viel, ja. Travis ist Travis, Bro. Ja, ja, Travis sogar zum mit am meisten. Ding, Lancey hat den niemals. TJ Beast Boy. Ja, das waren die einzigen zwei, besser für ihn. 21 Savage? Ja, hat er auch ein paar drin, safe. Ich hätte niemals gedacht, dass Papa Platte so Musik hört. Ich hätte es einfach nicht eingeschätzt. BHZ? Das ist halt wiederum komisch. Longus Mongus. Sick der Land! Longus Mongus, ja. Metro? Ja, Metro hat er bestimmt auch viel drin, aber Metro Boomer hat er von Metro auch Alb, also Ding. Er hat kein. Ja. Was geben wir der Playlist von 1 bis 10, Chat? Hört er Gunner? Ja, Gunner hört er, glaube ich, viel, wa? Ja, Gunner hört er sogar. Boah, Gunner feiert er tot, tschüss. Man denkt, bester Rapper, den er hier gehört hat. 7, 6, 7. Ich sag ehrlich, kein Cardi ist L. Also kein Opium dicke L. Kein Yeet L. Weil ich einfach so feier. Und kein, also Uzi nur so halbherzig auch L. Aber dafür ist TJ ein dickes W von mir. Kendrick leider auch nicht. Doch, Kendrick safe, warte mal. Kendrick safe. Ja, doch, aber auch wenig. Ich gebe der Playlist auch eine 7 von 10, weil er hat wirklich alles drin. Und ich hätte nicht gedacht, dass er auch wirklich... Er hat so auch geile Lieder drin, ne? Safe, gute Dinger drin. Reezy hat auch viel drin, also ist auf jeden Fall valid. Ich gebe 7 von 10. 7 ist schwer. Ich gebe ihm eine 7, Chat. Einfach, weil es so unerwartet ist. Okay, ich sag 6,5. Aber er hat einfach wirklich alles drin, so. Diese Playlist kannst du anmachen, so. Ich kann sie schaffen. Pop Smoke haben wir gar nicht geguckt, warte mal. Hört der Pop Smoke? Das ist mir zu. Das ist sehr, sehr respektlos. Und ein Song davon ist der von Kalim. Oh oh. Merkt, er ist Berliner. Ja, das stimmt. Okay, Playlist kriegt eine 6 von 10. Da, Pop Smoke hat mir ein bisschen wehgetan. Aber auch Abzug bekommen wegen dem Namen. Bro, du kannst keine Playlist Fuckboy nennen, bitte. Du kannst eine Playlist nicht Fuckboy nennen, Chat. Bitte.
6 ist immer noch zu viel. Ich bin heute gut drauf, Bruder. Und ihr wisst, Chat, extra eine 6 von 10 geben, weil man muss ja die potenziellen Rates riechen. Wisst ihr, was ich meine? So, der sieht vielleicht einen Clip, denkt sich, okay, ey, korrekt, der gibt 6 von 10 und so, der ist ja auch streng und so hier und da. Wenn ich mal sehe, der ist live, komm, kriegst mal einen Rate rein. Müsst doch business-technisch denken. Zu wenig Utopia, ja gut, sei noch frisch. 4 von 10? Ja, ich sag 6 von 10, Chat, 6 von 10. 6 von 10 passt.